Stern von mir. Vielleicht reicht das schon aus, um dir einen Pegel zu liefern. Reicht das? Ja? Okay.
Wald-Wild-Konflikt. Gibt es einen Konflikt? Gibt es vielleicht viele Konflikte? Wie muss das Bundesjagdgesetz aussehen? Was macht die Novellierung? Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf der Internationalen Grünen Woche beim Deutschen Bauernverband. Wir haben die vergangenen Tage mehrfach Sessions zu verschiedenen Themen organisiert und ausgerichtet. Und zum Finale heute Abend haben wir ein ganz besonderes Thema und ein ganz starkes Panel, um uns mit der Frage Wald-Wild-Konflikt auseinanderzusetzen. Zunächst darf ich Ihnen dem Panel vorstellen. Ich bin außerordentlich froh und glücklich, dass wir mit Clemens Freier von Ohr den Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden bei uns zu Gast haben. Herr Georg Schirmbeck, den Präsidenten des Deutschen Forstwirtschaftsrates, und Herrn Dr. Dirk Henner-Wellershoff, dem Vizepräsidenten des Deutschen Jagdverbandes, begrüße ich ebenso sehr herzlich. Wir wollen in der nächsten Stunde mit Ihnen über diese Themen diskutieren. Und damit Sie auch eingebunden sind, haben wir parallel das Programm Slido laufen. Das wird jetzt gleich eingeblendet. Unter dem Hashtag IGW204 können Sie Fragen stellen, die uns dann hier zugespielt und eingespielt werden, damit wir auch mit Ihnen in Interaktion treten können. Herzlich willkommen an den Bildschirm. Mein Name ist Gerald Dohme. Ich darf den heutigen Abend hier moderieren und freue mich auf eine spannende Diskussion. Baron Ohr, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Sagen Sie mal, Wild-Wald-Konflikt, ist das eigentlich ein Konflikt? Wie nähern wir uns diesem Themenfeld, bitte? Also Konflikte sind ja immer dann gegeben, wenn verschiedene Interessen aufeinanderprallen und die sich nicht von alleine lösen lassen. In der Zeit, in der wir gerade leben, schauen wir auf Probleme, die neben dem allgemein bedrängenden Corona-Geschehen die Jagdgenossen, also im Ergebnis mal der Mitglieder oder auch die Waldbesitzer im Detail bedrängen. Wenn wir davon ausgehen müssen, und das unterstelle ich einfach mal, dass durch die Klimaereignisse eine Freifläche in Deutschland entstanden ist, die sich in der Gegend von 380.000 Hektar die einmal Wald waren, bewegt, dann kommen wir zwangsweise zu der Überlegung, wie kriegen wir die Wiederbewaldung hin. Wenn wir dann bei den Mitgliedern herumhören und hören müssen, dass es bei normalen Kulturen, die man anlegt, sei es im Wege der Naturverjüngung oder auch sei es im Wege der Pflanzung, Probleme gibt, diese Kulturen, ich will es mal so nennen, aus dem Reäser herauszubringen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es einen Konflikt gibt. Ja, vielen Dank. Stichwort Reäser. Herr Dr. Wellershoff, ergänzen Sie doch mal. Wo besteht denn der Konflikt? Ja, ich würde bei der Begrifflichkeit anfangen wollen, von Wald-Wild-Konflikt zu reden, ist die falsche Terminologie. Also Wald und Wild leben seit Menschengedenken einvernehmlich zusammen und haben auch keinen Konflikt miteinander. Der Konflikt ist natürlich im Zweifelsfall mit den Förstern, mit den Waldbesitzern zu suchen, und dann sollte man ihn auch anders nennen. Ich glaube, dass wir über Konflikte nicht wirklich weiterkommen, sondern wir müssen darüber diskutieren, wie finden wir Lösungen. Und Lösungen findet man eben nicht, wenn man Konflikte aufbaut, sondern wenn man miteinander redet, wenn man miteinander im Gespräch ist und wenn man versucht, die Probleme, die vor Ort auftreten, zu lösen. Und selbst wenn, es ist ja gerade schon gesagt worden, wir 300.000 Hektar Schadfläche haben, ist natürlich der Gesamtbestand des Waldes in Deutschland nicht gefährdet. Und ganz selbstverständlich ist, dass da, wo heute Schadflächen auftreten, die Jäger gehalten sind, mitzuarbeiten, mit den Waldbesitzern und mit den Bewirtschaftern gemeinsame Lösungen zu finden, um Anpflanzung und Naturverjüngung auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Herr Schirmbeck, Sie als Präsident DFWR vertreten ja nun die Waldbesitzer, Waldeigentümer. Was haben Sie denn zu ergänzen in der ersten kleinen kurzen Runde?
Also wenn man von Konflikt spricht, kommt es ja schon mal immer darauf an, mit welchen Persönlichkeiten man es zu tun hat. Was hier eben von meinen Vorrednern gesagt wurde, beschreibt die Situation sehr deutlich. Ich gehe ja eigentlich einer Auseinandersetzung gar nicht aus dem Weg, wenn das denn sein muss. Aber da, wo man wesentlich das gleich sieht, darf man auch dazu stehen. Ich sage das mal noch mal deutlicher. Wir vertreten die Nutzer im ländlichen Raum. Und wenn wir die Aufgaben, die wir dort gemeinsam haben, nicht in den Griff kriegen, dann ist das zum Schluss unser gegenseitiger Schaden oder unser gemeinsamer Schaden. So, also wir haben jetzt durch 3 trockene Jahre, durch Borkenkäferbefall und andere Kalamitäten natürlich große, auch wirtschaftliche Herausforderungen. Und da wird das nochmal besonders deutlich, was wir auch in den anderen Jahren schon feststellen konnten. Und ich kann nur sagen, ich komme aus dem Teutoburger Wald, wenn ich dort nur eine Naturverjüngung oder eine Anpflanzung hochbekomme, wenn ich zäune, dann ist da irgendwas was verkehrt. Im Normalfall gehören Zäune nicht im Wald, um das mal vorsichtig zu sagen. Und wenn halbwegs Sachkundige dann diese Flächen beurteilen, dann kommt man auch gar nicht zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Was dann so als Konflikt ist, das ist manchmal, was dann so auch medial in irgendwelchen Verbandszeitungen gemacht wird, da sieht es dann wirklich so aus, als wenn gleich irgendwie ein Krieg eröffnet wird. Ich kann nur sagen, wenn ich bei uns auf eine Hegering-Versammlung oder Kreisverband schaue, der Jäger gehe, ich habe mit meinen Jägern überhaupt kein Problem. Ich habe als Mehrheitsführer im Osnabrücker Kreistag dafür gesorgt, dass die Jagdsteuer abgeschafft wurde. Also wenn ich dann in einer bayerischen Zeitung oder in Brandenburg, gibt es auch den einen oder anderen, der das Blut sehr am Kochen hat, kann ich nur sagen, ich sage, Leute, wenn wir so miteinander umgehen, dann schaden wir unserem ländlichen Raum, den wir gemeinsam gestalten müssen. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir wollen ja keinen Krieg und wir wollen den ländlichen Raum gemeinsam gestalterisch nach vorne bringen. Um uns dem Thema nochmal zuzuwenden, haben wir ein kleines Kurzvideo. Absender ist hier der Deutsche Jagdverband, aber es hat den Anspruch, eine gewisse Neutralität zu haben. Das kitzeln wir dann in der nächsten Runde heraus. Bitte jetzt das Kurzvideo. Die Ereignisse der letzten Zeit stellen den Wald in Deutschland und seine Eigentümer vor die größten Herausforderungen der Forstwirtschaft seit vielen Jahren. Keiner kann heute mit Gewissheit sagen, was die Zukunft in technologischer oder klimatischer Sicht bringt. Daher gilt sowohl beim Waldumbau als auch bei der Wiederbewaldung die alte Weisheit: Vielfalt schafft Sicherheit. Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, dass einzelne Baumarten durch Verbiss selektiert werden. Dies gefährdet den Aufbau von klimastabilen Wäldern, welche die vielfältigsten Funktionen erfüllen. Damit wir aber morgen die Wälder haben, die wir uns wünschen, brauchen wir heute angepasste Wildbestände. Angepasste Wildbestände sind aber nicht auf Biegen und Brechen oder gar unter Vernachlässigung des Tierschutzes zu erzwingen. Es ist aber auch nicht im Interesse von PEFC, ganze Waldgebiete einzuzäunen und auf Jahrzehnte dem Wild als Lebensraum zu entziehen. Am Ende sind Waldbesitzer und Förster auf die Partnerschaft mit den Jägern angewiesen. Hier gilt es, die Interessen des Grundeigentümers zu akzeptieren und Wege zu finden, diese gemeinsam zu erreichen. Vielen Dank dafür. Ich habe eben auf dem Panel sehr viel zustimmendes Nicken gesehen. Sind wir jetzt schon am Ende unserer Debatte? Ist das sozusagen die Conclusio gewesen in diesem kleinen Filmchen? Herr Dr. Wellershoff, nun ist es doch zweifelsohne so, dass Schalenwild erheblichen Schaden verursachen kann. Wo liegt die Lösung? Ja, wir haben ja mit der Broschüre des DJV umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt, wie man Wildschaden im Wald verhindern kann. Da bitte ich geflissentlich mal einen Blick reinzuwerfen. Wir verstehen den Wald selbstverständlich als Lebensraum des Wildes. Und wir haben auch keine Kulturen, die im Glashaus groß wachsen. Das heißt, unser Augenmerk gilt immer einem artenreichen, gesunden Wildbestand, der im Wald lebt. Das müssen wir mal feststellen. Da ist der Wald nicht isoliert. Und da wo Wild lebt, frisst Wild natürlich auch Wald. Es ist eine ganz natürliche Nahrungsgrundlage. Das heißt, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann muss ich genau schauen,
wie viel Wild kann ein Biotop vertragen, und deshalb fordern wir schon sehr lange auch die Lebensraumanalyse, damit man sich anhand von Fakten einen Überblick verschaffen kann, mit wie viel Wild kann Wald gesund gedeihen. Dabei ist selbstverständlich, dass Naturverjüngung gelingen muss, da sind wir wahrscheinlich auch einig, und wir streiten uns dann über das Thema, und das ist ja das, was im Bundesjagdgesetz jetzt eben auch anders formuliert werden könnte. Da werden wir strikt dagegen halten, dass eben Verjüngungen, die gesät sind, oder Anpflanzungen von dann auch noch nicht heimischen Baumarten ohne Wildverbiss groß werden sollen. Das wird so nicht gelingen. Dazu brauchen wir eben Maßnahmen wie Ruhezonen, wie Wildesungsflächen, wie Waldsaumgestaltung. Wir müssen dann das Biotop eben so bearbeiten, dass auch diese Ziele gelingen. Ganz ohne Schutz bei Verjüngung wird der Waldumbau nicht gelingen können. Da bin ich fest von überzeugt. Wie sieht denn der Wald das, Georg Schirmbeck? Ist denn die Naturverjüngung ein zentrales Element? Also Naturverjüngung ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen auch sehen, der Waldumbau oder überhaupt wieder die Waldbegründung, das ist auch ein Kostenfaktor. Und wenn ich eigentlich das Saatgut auf der Fläche habe und wir Naturverjüngung haben, dann ist das natürlich alleine schon aus Kostengründen für den Waldbesitzer sehr wichtig. Wir müssen aber auch dazu sehen, wenn es so heißt, nicht heimische Bäume. Wir haben beispielsweise die Fichte, wahrscheinlich auch noch der eine oder andere Baum, der bei den klimatischen Veränderungen bei uns heute keine Zukunft mehr hat. Also müssen wir darauf reagieren. Und dieses Reagieren muss möglich sein, auch aus Kostengesichtspunkten, dass das auch umsetzbar ist. Und deshalb brauchen wir angepasste Wildbestände, dass alle Verjüngungsarten und Pflanzarten und Saatarten möglich sind. Und ich glaube auch, dass das bei gutem Willen machbar ist. Ich kann nur sagen, manchmal muss man ja auch sich selber im Spiegel sehen. Viele Jäger sind auch Waldbesitzer. Wenn jeder von uns seine Pflicht tut vor Ort, sind wir auch schon ein bisschen weiter. Also ich hoffe, dass im Bundesjagdgesetz genau dieser Punkt, der von Dr. Wellershoff jetzt angesprochen wurde, ebenso geschärft wird, dass wir möglichst wenig zäunen müssen. Ich sage mal, zäunen kann ich mir vorstellen, wenn wir eine große landwirtschaftliche Fläche haben und da mittendrin ist eine Waldinsel oder so, dann kann man vielleicht auf Zäunen nicht verzichten. Sonst gehört eigentlich ein Zaun nicht im Wald. Vielen Dank. Baron Ohr, Sie vermitteln ja ohnehin als BRGJE-Vorsitzender. Wo liegt denn da die Wahrheit zwischen Einzäunen, Naturverjüngung? Wo wollen wir denn da hin an der Basis? Also an der Basis muss man jetzt erstmal sehen, die Waldbesitzer, ob groß, ob klein, haben das Ziel, ein gewisses Einkommen aus ihrem Waldbesitz zu erwirtschaften. Das ist groß oder klein. Und die Naturverjüngung ist eigentlich ein zentraler Punkt, es sei denn, man will einen Baumartenwechsel herbeiführen. Das ist ja durchaus schon mal zielführend, wenn sich herausstellt, dass die Fichte ihre Zukunft hier nicht hat, beziehungsweise ja eigentlich in der Vergangenheit ist. Es gibt noch einen Baum, der in einigen Gegenden Deutschlands den gleichen Weg gehen wird. Nicht alle Förster wissen das schon, das ist die Buche. Aber gut, ein Fachmann hat mir mal gesagt, wenn du Pflanzen kaufen musst, dann hörst Geld verdienen schon auf. Der war Forstamtsleiter, der betreffende Herr, und hat sehr erfolgreich gewirtschaftet, hat an die Landeskasse jedes Jahr einen siebenstelligen Betrag abführen können. Na, jedenfalls wusste der, wovon er spricht. Wenn wir aber sagen, wir wollen nur heimische Baumarten, das heißt Baumarten, die heute schon vorkommen, dann ist das zu kurz gesprungen. Wenn das Klima nicht mehr heimisch ist, so wie die Baumarten das gewöhnt sind, dann müssen wir, und zwar ohne Zerstörung durch das Wild, einen Baumartenwechsel vollführen können, der andere bisher nicht vorkommende, ich vermeide den Ausdruck heimische, andere bisher nicht vorkommende Baumarten berücksichtigt. Ein einfaches Beispiel ist die Esskastanie, die zwar ein europäischer Baum ist, aber eigentlich südlich der
Alpen zu Hause ist. Und es gibt ernstzunehmende Forstfachleute, die einen stellenweisen Anbau empfehlen. Aber um diese Dinge, die ja dann Geld kosten, auch zu verwirklichen, bedarf es einer Senkung, einer zumindest teilweise örtlichen Senkung, vor allem des Rehwildbestandes. Beim Rothirsch und beim Dammhirsch ist das so eine etwas andere Sache. Die wandern im Jahreszeitenkreislauf. Da kann man nicht so pauschal dran gehen. Da muss man schon weit überregionaler denken und handeln und Abschüsse festsetzen. Aber das Rehwild, das bekanntermaßen territorial lebt, also vielleicht Wanderungen von 1000 Meter im Jahr macht, maximal, im Berücksichtigung der Ernte auf den Feldern und von Berücksichtigung der Jahreszeiten. Das zieht in seinem, man kann sagen, Revier, der Rehburg-Hatten-Revier auf jeden Fall und die Alte Ricke auch, herum und ernährt sich. Das heißt, wenn wir die Kosten auf uns nehmen, die meine Mitglieder nämlich, vor allem die sind betroffen, die als Jagdgenosse zwangsweise Mitglied einer Jagdgenossenschaft sind. Wenn wir diese Kosten auf uns nehmen, dann muss es eine Möglichkeit geben, meinetwegen zeitlich begrenzt, den Bestand so zu senken oder zu bejagen, dass auch ein Baumartenwechsel gelingt. Man kann nicht sagen, es darf kein Reh geben. Das ist Unsinn. Im Reh kann man nicht zählen und nicht aussorten, das weiß der Jäger. Aber es muss auch rechtlich durchsetzbare Möglichkeiten geben, einen Bestand so zu bejagen, dass die forstlichen Belange, die der Eigentümer wünscht, dass die gelingen. Ich möchte da noch mal nachhaken. Sie haben anfangs ja vom Aufbau eines oder Wiederaufforstung gesprochen. Klimaresiliente Mischwälder sind ja so das Schlagwort in diesem Zusammenhang. Lassen Sie doch unsere Zuhörer und Zuschauer, die nicht ganz so fest im Thema stehen, mal erläutern, was das denn bedeutet, den Wald umzubauen. Was heißt das konkret vor Ort? Auf welchen Betrieben macht das Sinn? Wo fängt es denn da an, interessant zu werden? Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch überhaupt der gesamten Bedeutung des Waldes gerecht werdend. Ich bleibe bei Ihnen nochmal, Herr Baron. Ach so, ja, gerne. Das ist also folgendermaßen zu sehen. Es gibt Handbücher, in denen die Eigenschaften und Bedürfnisse und Leistungen der einzelnen Waldbäume beschrieben sind. Und wenn wir die Veränderung des Klimas berücksichtigen, dann kann man sich daraus in einem gewissen Umfang Baumarten auswählen, die man dann, leider Gottes, eine Saat wäre vielleicht preiswerter, aber das ist ja schon fast eine gärtnerische Aufgabe im Wald, oder eben eine Pflanzung muss man dann auf sich nehmen. Wir kommen eben um die Erkenntnis nicht drum herum, dass Baumarten verschwinden werden oder in Refugien zurückgedrängt werden. Und um das alles umzusetzen, nämlich auch mit Blick auf die ökologischen Gegebenheiten oder ökologischen Leistungen des Waldes. Hier denke ich speziell auch an die Wasserspeicherfähigkeit des Waldes. Das muss ich ein bisschen ausholen, wenn die Zeit nicht so ist, dann müssen Sie mir ins Wort fallen. Nein, bitte. Ich habe bei mir im Revier zwei Gräben, die entspringen im Wald. Die führen normalerweise zu dieser Jahreszeit etwa 30 Zentimeter Wasser, was im Waldboden überflüssig ist, was nicht gehalten werden kann. Die haben zurzeit höchstens eine Daumenbreit Wasser. Und das zeigt jedem Laien, der spazieren geht und öfter an der gleichen Stelle vorbeikommt, sagt, Mensch, hier ist doch eigentlich ein Bach oder ist ein Graben, der immer Wasser führt. Jetzt hat er so gut wie kein Wasser. Diese Dinge müssen wir berücksichtigen. Und die Wasserhalte- und Wasserfilterfähigkeit des Waldbodens geht nur, wenn er bestockt ist. Nicht, wenn er in der Sonne gebraten wird oder im Kahlfrost liegt. Dann gibt es ja unbestrittene Erkenntnisse, dass die Kohlenstoffspeicherung des Waldes so und so viele Tonnen je Hektar und Jahr sind. Alles das müssen wir, wenn wir über die Wiederbewaldung sprechen, mit berücksichtigen. Und dann kommen wir wieder zum Wild zurück. Dabei darf das Wild keinen, ich sag mal, zählbaren oder spürbaren negativen Einfluss ausüben. Es darf das Wild geben. Das ist gar keine Frage. Ich selber habe bei uns im Verband ja auch Mitglieder, die bestimmen den Wert des Reviers durch das Wildvorkommen. Deren Belange müssen gesetzlich so abgebildet sein, dass die sozusagen nicht als Beifang mit
gefangen werden und gezwungen werden, eine dort örtlich unzutreffende Wildreduktion herbeizuführen. Herr Schirmbeck, wie ist es denn nun mit dem Wild? Wie groß ist denn der Schaden? Können Sie den irgendwie beziffern oder ist das mehr so ein gefühlter Druck, der vom Wild ausgeht? Ich darf noch einen Satz sagen zu dem, was Freier von Oehr eben gesagt hat. Wir haben ja gute Untersuchungen, wo wir Klimazonen haben und wo wir auch Niederschlagszonen haben. Und wir wissen auch relativ viel, wie sich diese Zonen verändern werden. Und das heißt eben, dass die Zonen wandern und das wird auch bedeuten, dass die Vegetation wandert, also die Bäume, die ich da pflanzen kann. Und bei allem, was ich mache, muss ich ja auch noch daran denken, wir erzeugen ja auf unseren Waldflächen den nachwachsenden Rohstoff Holz. Holz ist nicht Holz. Ich brauche beispielsweise spezielle Bäume, um Konstruktionsholz bei unseren Dachstühlen machen zu können. Das hat bisher die Fichte gemacht. Das kann die Buche bei den Erkenntnissen, die wir heute haben, nur bedingt ersetzen, wenn wir die Buche denn dauerhaft haben, wenn sie nicht auch wandert, was zu befürchten ist. Also es gibt verschiedene Gesichtspunkte, die wir da berücksichtigen müssen und deshalb werden wir auf andere Baumarten zurückgreifen müssen. Denn wenn wir den nachwachsenden Rohstoff Holz nicht mehr produzieren, haben wir natürlich zusätzlich ein CO2-Problem. Denn wir binden CO2 auf unseren Flächen. 14% des CO2-Ausstoßes können wir auf unseren Flächen binden. Okay, nochmal nachgehakt. Stichwort Wild. Wie groß ist denn da der Druck? Also ich kann Ihnen das konkret sagen. Ich habe selber vor 50 Jahren Fichten gepflanzt. Die durfte ich im Vorjahr räumen, weil wir Käfer hatten. Da haben wir gleich wieder gepflanzt und zwei Drittel davon sind abgefressen worden. So, das ist für mich konkret in dieser Fläche ein Schaden von 10.000 Euro. Das ist jetzt keine Theorie. Ich muss jetzt in den nächsten Wochen, am 22. Wann haben wir den? Morgen werden die Pflanzen geliefert oder übermorgen werden die Pflanzen geliefert und dann muss wieder gepflanzt werden. Das ist ein ganz konkreter Schaden und das ist dann auch nicht mehr lustig. Und wenn ich als Nichtjäger lernt man ja auch eine ganze Menge zu, so in Diskussionen. Wenn ich dann sonntagsnachmittags bei uns auf den Esch, auf so einen Höhenrücken, 12, 14 Rehe laufen sehen, habe ich dann mal gesagt, das wäre ein Haufen Rehe, hat mir einer gesagt, Herr Präsident, das ist ein Sprungrehe. Wenn dieser Sprungrehe, ich sage mal ganz wenig, nicht 12 oder 14 wären, sondern wenn es 5 oder 6 wären, da wäre es auch eine ganze Menge. Und wenn ich weiß, dass ich hinter diesem Esch meine Anpflanzung habe, dann kann ich mir ausrechnen, was aus meinem Wald wird. Dann habe ich ein anderes Waldstück, habe ich wieder aufgeforstet und gezäunt. Da gibt es natürlich Zeitgenossen, die sehr nett sind, die den Zaun kaputt schneiden. So, dann hast du also auch so einen Zaun, je nachdem, was für ein Areal man hat, kostet auch schnell 4.000, 5.000 Euro. Also dann ist es überhaupt nicht mehr lustig und das führt dazu, dass gerade kleine Waldbesitzer, die nicht ausschließlich dieses wirtschaftliches Interesse haben, die Lust an der Forstwirtschaft verlieren und das darf uns überhaupt nicht passieren. Ja, das ist ein sehr plastisches Beispiel, vielen Dank dafür. Herr Dr. Wellershoff, haben Sie Verständnis, dass Herr Schirmbeck da so erzürnt ist? Ja, da habe ich natürlich Verständnis für, wenn er Geld zulegt, weil es weggefressen worden ist, gar keine Frage. Stellt sich immer die Frage, wie war die Kommunikation mit den Jägern, wussten die das, wer bejagt da, in welchem System wird da gejagt, ist es eine Eigenjagd, dann ist er selber dafür verantwortlich und so weiter und so fort. Das müsste man im Detail klären. Ich will doch nur mal noch einen anderen Weg aufmachen. Wenn also die Fichte, die er vor 50 Jahren gepflanzt hat, abgestorben ist und er sie jetzt beräumen musste, wie gerade gesagt, dann heißt das doch nichts anderes, wenn er in 50 Jahren nichts geerntet hat, dass es vollkommen egal gewesen wäre in den 50 Jahren, welches Wild da gelebt hat, weil es am Ende keinen Schaden gemacht hat, weil es eben auch nicht geerntet werden konnte. Das ist das, was wir in vielen Bereichen jetzt natürlich erleben, dort, wo der Wald vertrocknet, weil falsche Baumarten jetzt mit meiner Formulierung angebaut worden sind oder gepflanzt worden sind, ist doch jede Naturverjüngung, die abgefressen wurde, wenigstens der Ernährung des Wildes zugute gekommen. Wenn sie eh nur vertrocknet, weil falsche Baumart, hat sie natürlich auch keinen tatsächlichen Wert. Also wir müssen immer auch beachten, was kommt hinten bei raus, was wird gemacht. Was will ich damit sagen?
Ich hätte natürlich bei der ganzen Diskussion, und wir reden da ja über die Konflikte, die eben benannt wurden, auch gerne eine klare Antwort. Was ist denn zukunftsfähig? In was will ich umbauen? Was hat Bestand bei den Diskussionen, die wir jetzt hier oder Sachbeiträgen, die wir gerade gehört haben? Ist das der Olivenbaum, weil in Deutschland keine Fichten und Buchen und Kiefern mehr wachsen? Dann müssen wir auf einen ganz anderen Weg. Und ich will noch eins ergänzen, das liegt mir schon auch am Herzen. Wenn ich, Herr Schirmberg sprach gerade von Waldinseln in der Feldlandschaft, das ist, glaube ich, selbstverständlich, aber wenn ich Monokulturen von mehreren tausend Hektar habe und wir heute über den Waldumbau dieser Baumarten reden, die, so die Fachleute, keine Überlebenschance haben, dann ist doch ganz klar, dass wir ohne Pflanzung und ohne Zäunung überhaupt gar keinen Millimeter weiterkommen, weil das ist wie wenn ich Schokolade ins Kinderzimmer werfe. Also wenn ich in Kiefern-Monokulturenbestand Douglasie pflanze oder von mir ist den Olivenbaum oder was auch immer jetzt an zukünftigen Baumarten ansteht, Esskastanie, dann wird sich das Letztere genau auf diesen Baum stürzen. Das heißt, ich glaube, die Forstwirtschaft ist neben der Yachtdiskussion insbesondere gefordert, neue Konzepte vorzulegen und mal zu schauen, wie kann ich große Monokulturen kurzfristig umbauen. Was hier ja auch suggeriert wird, und das weiß der geschätzte Zuschauer im Zweifelsfall nicht, dass wir über eine Aufgabe reden, die die nächsten 70 bis 100 Jahre dauern wird, wenn wir nicht mit neuen Methoden arbeiten. Nichts von dem, was hier besprochen ist, wird, ist ja innerhalb von einem kurzen Zeitraum, 2, 3, 4, 5 Jahre, tatsächlich umzusetzen. Da müssen wir ganz weit nach vorne schauen. Und einen letzten Satz noch, dann höre ich auch auf. Wir sollten auch kritisch und vielleicht die Förster und Waldbesitzer auch demütig darüber nachdenken, das, was wir jetzt 70 Jahre falsch gemacht haben, bestärkt uns ja jetzt nicht, den nächstbesten Vorschlag dann auch als wahre Münze für die nächsten 100 Jahre zu nehmen. Also diese feste Überzeugung, die mir allenthalben vorgegaukelt wird, genau zu wissen, was bei dem Klimawandel in 100 Jahren dann tatsächlich wirtschaftlichen Bestand hat, führt bei mir nur zu großen Zweifeln darüber, ob ich daran das Wild als Schuldigen festmachen kann und ob es nicht auch ein hohes ökologisches Ziel ist, ausgeglichene, vernünftige, gesunde, artenreiche Wildbestände in unseren Wäldern leben zu lassen. Ja, vielen Dank. Bevor ich das gleich noch mal weitergebe an Herrn Schirmbeck, muss man ja sagen, vielleicht war ja nicht alles falsch aus heutiger Sicht, vielleicht was vor 50 bis 70 Jahren in unserem Wald passiert ist. Es gab ja Gründe dafür, dass der Wald so aussieht, wie er aussah. Aber was machen wir denn nun konkret? Wie muss er denn aussehen zukünftig? Ist es die Esskastanie? Ist es die Küstenfichte? Und was es so alles für Themen gibt, die wir auch in den vergangenen 1, 2 Jahren schon diskutiert haben? Herr Schirmberg. Also die Politik will ja immer Ergebnisse. Mindestens in 4 Jahren müssen die Dinge geregelt sein, also von Wahl zu Wahl. Das können wir in der Forstwirtschaft nicht mit dienen. Gott sei Dank haben wir gute Forstwissenschaft in Deutschland. Aber mir kann man heute auch auf solider wissenschaftlicher Basis nicht sagen, was geschieht wirklich mit der Buche und wie müssen wir darauf reagieren. Und zwar soll das ja so sein, dass in 50 Jahren dann die Leute sagen, okay, die waren schlau damals, die haben was Begründetes gemacht und die haben nicht in eine Lostrommel gehört. Also brauchen wir das auf wissenschaftlicher Basis. Und Dr. Wellershoff hat richtigerweise gesagt, Waldumbau dauert in Wirklichkeit 100 Jahre. Das ist 2, 3 Generationen. Das ist nicht von heute auf gleich gemacht. Aber wir brauchen das gar nicht so analysieren. Ich sage mal ganz doch, Beispiel aus der Praxis. Ich sitze bei einer Kreisversammlung der Jäger und da ist Gehörnschau und da werden die Streckenberichte gegeben. Und der den Streckenbericht macht, der sagt, also wir mussten hier nach den Vorgaben der unteren Jagdbehörde 800 Kopfrehe schießen. So, und dann, nachdem er das gesagt hat, sagt er, aber hinzufügen muss ich noch, es sind aus 750 totgefahren worden, also im Straßengraben gelandet. So, und dann sagt mein Kreisjägermeister zu mir, so hinter vorgehaltener Schoß, und jetzt müsste mal einer die Frage stellen, wo diese 750 zusätzlichen Kopfrehe, wo die herkommen. Was ich damit sagen will, es ist doch unstrittig, dass wir in weiten Bereichen einen zu hohen Rehbesatz haben. Und wir werden dahin kommen, dass wir das durch Wärmebildkameras
sehr genau analysieren können oder feststellen können, was da wirklich los ist. Und wir haben das an einigen Stellen ja auch schon gemacht. Und es ist unstrittig, dass da Handlungsbedarf ist. Und ich sage da mal zu, das kann man ja auch schon eigentlich regeln nach dem heutigen Gesetz. Es gibt ein eklatantes Versagen vieler unserer Yachtbehörden, um das mal sozusagen, wenn da mal ein bisschen entschiedener hingeschaut würde und die Leute ermuntert würden, da auch das Notwendige zu tun. Das ist auch mal im neuen Yachtgesetz. Mit dem Gesetz alleine ist ja noch nichts geschehen. Dadurch, dass wir ein neues Straßenverkehrsgesetz bekommen, fahren ja nicht alle Leute mit Verstand Auto, um das mal so zu sagen. Also das Umsetzen müssen wir an der Basis machen. Und da ist Zusammenarbeit von Grundbesitzer, Waldbesitzer und Jäger zwingend erforderlich. Ich kann nur an uns appellieren, wenn denn die Schlacht um das Gesetz geschlagen ist, dass wir wirklich zu konkreten Handlungen kommen. Ja, vielen Dank. Das Thema mit dem oder das Theorem, wir haben zu hohe Bestände im Bereich des Wildes. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber einen Lösungsansatz, den haben Sie ja eben gebracht, den würde ich gerne an Baron Ohr noch mal weitergeben. Es gibt ja sowas wie behördliche Abschussregulierung. Wo befinden wir uns denn da? Wie geht denn das weiter? Wo wäre denn da aus BAGJE-Sicht ein Lösungsansatz? Also es gibt ja eine ganze Reihe landesrechtliche Regelungen, die im Zuge der Föderalismusreform möglich geworden sind, die die Bejagung, insbesondere des Rehwildes, landesrechtlich regeln. Da gibt es sehr strenge und dezidierte Regeln, beispielsweise im Bayerischen Jagdgesetz. Dann gibt es Regeln in Nordrhein-Westfalen, die einfach sagen, es gibt nur eine Jagdzeit, es gibt keinen Abschussplan, aber dazwischen gibt es ja auch Dinge, die einer Regelung bedürfen, also jetzt regional. Und diese Regelung soll durch das Bundesjagdgesetz, was jetzt entsprechend geändert wird oder werden soll, sollen sagen wir, gegriffen werden. Jetzt ist es leider Gottes so, dass das Bundesjagdgesetz alle Ländergesetze einfängt, sage ich mal. Also alle Regeln, die in den Ländern schon gelten, im Grunde außer Kraft setzt und es den Ländern dann ermöglicht, durch ein weiteres parlamentarisches Verfahren die wieder zurückzuholen. Das ist eine etwas unglückliche Sache, aber dass es eine Möglichkeit geben muss, durchzufassen, will ich mal so sagen auf Deutsch, wenn die Beschwerden aus dem Bereich der Waldbesitzer da sind, dann ist die Idee, die aus dem Ministerium von Frau Klöckner gekommen ist, durchaus zu begrüßen. Es gibt ein paar Nuancen, die ich gerne anders gelöst hätte, aber grundsätzlich muss es einen Hebel geben, um auch Mindestabschüsse durchzusetzen. Ich selber befürworte eine weitergehende Überlegung, die spielt sich aber im Privatrecht ab, also im Bereich der Vertragsparteien, Jagdgenossenschaft, sprich Verpächter und Jagdausübungsberechtigter. Da ist man aber noch nicht so weit, dass man eine Empfehlung weitergeben kann, dann endet man ja oder dann kommt man zu der Diskussion, die dann beim körperlichen Nachweis endet oder bei einer Ersatzvornahme. Dem vorausgeschickt werden muss aber in irgendeiner Form eine Schadensfeststellung. Wir haben ja von Herrn Schirmbeck gerade gehört, dass er das in seinem Fall sehr wohl beziffern kann. Das kann natürlich nicht jeder. Sodass man dahin kommen muss und muss eine Schadensfeststellung im Wege eines Verbissgutachtens, Verbissmonitoring durchführen. Wenn dabei aber herauskommt, dass der Wildbestand Schäden verursacht, die kann man ja beziffern. Da gibt es so Berechnungstabellen, aus denen man genau ablesen kann, so und so viel Verbiss und Terminaltrieb und Seitentriebe und so weiter und so fort. Wenn dabei herauskommt, dass ein Schaden in nennenswerter Höhe da ist, über nennenswerte Höhe müssen wir auch noch diskutieren, aber irgendwann kommen wir zu dem Punkt, sagt, der Schaden ist nicht hinnehmbar, der Wildbestand muss reduziert werden. Das geht natürlich nur über die Jagd. Ja, ich hake da noch mal nach, gerade zu Ihrem Eingangspunkt. Was denn nun? Bundesregelung oder Länderregelung? Was hilft denn der Wiederaufforstung unseres Waldes am meisten? Und wo ist da der Hauptkonflikt zu sehen? Also ich könnte Ihnen das, oder kann Ihnen das beantworten. Die Regeln, die bisher vorgeschlagen sind, sind durchaus begrüßenswert.
Nur haben wir auch dann schriftlich vorgetragen, dass darüber hinausgehende, bereits geltende Regeln in den Bundesländern davon nicht berührt werden dürften. Aber dem will die Bundesregierung meines Wissens nicht folgen. Also Paradebeispiel ist Bayern. Die haben ganz detaillierte, genaue Regeln, wie es zu gehen hat, wenn der Schaden festgestellt wird. Da gibt es auch die Revierbegehung und alles, das gibt es da schon. Und wenn man das bestehen lassen könnte durch eine Öffnungsklausel oder eine Unberührtheitsklausel, die dann von einem Juristen kundig formuliert werden müsste, dann wären wir schon sehr weit, was das angeht, was wir gerne geregelt haben möchten. Jetzt bringen Sie Bayern als Beispiel. Dort haben wir ja auch obligatorische periodische Vegetationsgutachten. Der Deutsche Jachtverband tut sich da ein bisschen schwer, das als Standard zu akzeptieren, oder, Herr Dr. Wellershoff? Ja, selbstverständlich. Wir stellen uns vor, das ganze Land wird mit Vegetationsgutachten überzogen. Dann generieren wir einen neuen Verwaltungsmoloch, der tausende Beamte beschäftigt, Jäger beschäftigt, Waldbesitzer beschäftigt. Ich glaube, dass der richtigere Weg ist, zu sagen, wenn sich Grundeigentümer und Jachtausübungsberechtigter über einen Abschussplan einigen und konfliktfrei jagen, dann brauche ich in diesem Zusammenhang keine Behörde als erstes. Das heißt, die beiden machen einen Abschussplan, wie wir das kennen, wie wir das gelernt haben, wie das vernünftig ist, und dann läuft das. In 7 Bundesländern haben wir ja gar keine Abschussplanung mehr, das wäre da schon ja eine Verschärfung. In Bayern ist es am schärfsten. Also Abschussplanung, Grundeigentümer mit Jachtausübungsberechtigter, der durch die untere Jachtbehörde dann implizit zu genehmigen ist, ohne weiteren Verwaltungsakt, dann hätte man das abgeschlossen. Dann werden wir die Fälle haben, wo es zu Konflikten kommt. Da ist das Vegetationsgutachten jetzt benannt. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht zu verhindern sein. Wir sagen, Vegetationsgutachten als reines Verbissgutachten alleine reicht nicht. Da brauche ich die ökologische Lebensraumbetrachtung, damit ich eben auch feststelle, ist denn der Verbiss nur auf zu viel Wild zurückzuführen oder habe ich andere Komponenten, die dazu führen, dass unser Wild verbeißt, nämlich erhöhter Besucherdruck, Beunruhigungen durch Touristenbeunruhigungen, durch Motorradfahrer, Autofahrer, Pilzsucher etc. Zu glauben, dass nur der Verbiss im Wald zeigt, dass ich zu viel Wild vor Ort habe, ist ein Riesenfehler und blendet eben die Lebensumstände im Wald nicht wirklich realistisch ab und führt dann nachher eben auch nicht zu der Lösung. Nur weil ich dann eben die Hälfte der vorhandenen Rehe totgeschossen habe, muss dann der Verbiss eben immer noch nicht besser werden. Ich muss eine gesamtheitliche Betrachtung haben und da sind wir Jäger als Naturschutzverbände wirklich gehalten, auch das Wild zu schützen vor den Einflussfaktoren, die von allen Seiten auf uns zukommen. Und ich weise da wirklich ganz weit von uns, dass das Wild eben der einzige Schuldige am Verbiss ist. Und diese Diskussion, die müssen wir dann öffnen hin zu einem Lebensraumgutachten. Und dann kann man abschließend beurteilen, was zu tun ist, um Verbiss zu verhindern. Ich hake da noch mal nach, Herr Dr. Wellershoff. Nun haben wir ja doch generationslange Erfahrung mit Abschussplänen. Und die lassen wir in Ihrem Idealbild sausen und übertragen das an die Parteien vor Ort. Wird es dann wirklich besser? Na, ich sag mal so, wir haben ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung mit Rehwildabschussplanung freigegeben in 7 Bundesländern und merken, dass die Jäger und die Grundeigentümer vor Ort durchaus in der Lage sind, sich zu verständigen. Was anderes ist das für die großen Schalenwildarten, also den Rothirsch und den Dammhirsch. Da brauchen wir großräumig angelegte Bewirtschaftungspläne, Abschusspläne. Da sollte man auf gar keinen Fall drauf verzichten. Wenn wir das reduzieren auf das Rehwild, dann ist die Diskussion der Grundeigentümer und Jäger vor Ort der erste Schritt, etwas zu lösen. Wir haben doch alle wahnsinnig viel Erfahrung, wie ein Abschussplan aussehen muss. Und wenn der dann implizit durch die untere Jachtbehörde, also durch Anzeigen, genehmigt wird, dann habe ich einen indirekten Abschussplan. Ich glaube, der reicht für vieles im Land aus, ja. Und Herr Schirmbeck, mit den 15 Stück Rehwild in dem großen Sprung, ist dann damit geholfen, dass vor Ort die Jäger sich mit Ihnen auseinandersetzen? Oder ist so eine Abschussplanung, wo sich der Staat, wo es behördliche Unterstützung gibt zur Wildregulierung, nicht wünschenswert? Also das Spiel ist ja ein ganz einfaches. Es gibt ein offensichtliches Problem. Und
Wer also jetzt sagt, also es, da ist kein Handlungsbedarf, der geht nun wirklich an den Realitäten vorbei. Denn das kann ich ja nur so zur Kenntnis nehmen, wenn das also geleugnet wird. Aber die ganz große Mehrheit ist sich doch darin einig, dass es ein Handlungsbedarf ist. So, und wenn diese Novelle, die jetzt kommt, wenn die nicht im Wesentlichen einen Schritt nach vorne geht, dass wir die Dinge in den Griff bekommen, dann gibt es eine neue Novelle. Also ist gar keine Frage. Es ist eine Frage, ob dann eine Wahlperiode oder zwei Wahlperioden kommt. Und Freier von Oer hat es ja schon angesprochen. Also ich sage mal, die ganzen Bestände, die ganzen Zahlen, die gehandelt werden, sind freie Erfindung. Das ist Schätzwerte. Beim Rehen werden viel mehr Rehe das sein, als wir heute in den Statistiken haben. So, und wie ist das denn mit den Rehen, die geschossen worden sind? Die nächste Frage ist, müssen wir einen körperlichen Nachweis haben, wenn einer ein Reh geschossen hat? Sind das echte Zahlen oder sind das gemeldete Zahlen? Weil es ist doch manchmal sehr komisch. Ich sage nochmal das Beispiel von uns, da müssen 800 geschossen werden nach den Vorgaben und es sind immer, das passt immer genau. Also ich kann das nicht beweisen, aber manchmal hat man schon ein bisschen komisches Gefühl dabei. Und wenn ich dann feststelle, dass wir Bestände haben, die diese Schäden machen. Und ich habe auch manchmal so ein Gefühl, müssen wir da wieder mit Gutachten ran und müssen wir da welche Institutionen haben. Viel besser wäre, wir würden mit gesundem Menschenverstand anschließend das veranlassen, was veranlasst werden muss. Und da muss gar kein Wissenschaftler sein. Wenn ich einen Buchenwald habe, der so vorhin in dem eingespielten Film gezeigt wurde, das ist ja alles okay. Es gibt aber auch Buchenbestände, wo überhaupt keine Naturverjüngung hochkommt, wo praktisch 100% der Naturverjüngung, die hochkommt, verbissen ist. Wir sind mit dem Kreisjägermeister bei uns im Revier gewesen und wir haben die Naturverjüngung, die verbissen ist, farbig gezeichnet. Da kann man sagen, das ist 100% verbissen worden. Und dann können wir uns auch nicht mehr darüber unterhalten, dass Handlungsbedarf ist. Dann muss derjenige, der dazu beauftragt ist, der Jäger, der muss dann handeln. Und sonst kommen andere Ersatzvornahmen. Also ich kann nur sagen, es wird eine Regelung geben. Der eine wird da ein bisschen mehr mit zufrieden sein, der andere ein bisschen weniger. Wenn wir die Dinge nicht in den Griff bekommen, wird der Ruf danach kommen, weitere Regelungen zu treffen. Und zum Schluss wird es immer bürokratischer, um das mal so zu sagen. Es kommen Institutionen, wo ich immer sage, mein Gott, brauchen wir das auch noch? Aber es liegt daran, dass wir nicht das umsetzen, was wir eigentlich mit gesundem Menschenverstand eigentlich wissen. Ja, wir haben das Thema Kommunikation ja auch schon in der allerersten Runde gehabt. Und jetzt ging es schon ein wenig über Gefühle. Baron Ohr, was für ein Gefühl haben Sie denn bei diesen Zahlen und Erfüllung von Abschussplänen und so weiter? Stimmt das denn überhaupt nicht? Also mein Gefühl als Praktiker sagt mir, aufgrund der üppigen Rehwildbestände ist ein Lebensraumgutachten eigentlich schon erledigt. Denn der Lebensraum ist so gut und so üppig, dass wir diese Bestände haben. Das, was Herr Schirmberg schildert, habe ich bei mir im Revier auch. Ich habe speziell eine Kreisstraße, wo ich in schlimmen Jahren 12 Stück von der Straße kratze. Das hat auch eine Reihe anderer Aspekte, die kaum berücksichtigt werden. Zum einen ist der Verlust des Fleisches, weil es nicht verzehr- und nicht genusstauglich ist. Einfach von Gesetzes wegen, das ist auch korrekt. Dann ist der Schaden am Wagen. Kriegen Sie mal ein Reh quer vor dem Golf, dann haben Sie nicht unter 3.000 Euro Schaden. Das geht zwar, der Wirtschaftswissenschaftler sagt, in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ein, aber es ist eine Schadensbeseitigung. Da ist gar keine Produktion von Gütern und Dienstleistungen hinter. Aber das sind Punkte, die neben der Jagd zu betrachten sind. Und auch diese Punkte dann den Jäger eigentlich antreiben müssten, den Bestand zumindest stellenweise so zu reduzieren, dass das mit den Verkehrsunfällen weniger wird. Wir haben gesagt, der Lebensraum ist so, dass er hohe Bestände herbeiführt. Aber eine Sache liegt mir neben anderen auf den Herzen, die Dr. Wellershoff gerade angesprochen hat. Das allgemeine Betretungsrecht im Wald war ein schwerer politischer Fehler. Dazu stehe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Ich weiß, dass es so gut wie nicht zu reparieren ist. Trotzdem muss man auf diesen wunden Punkt hinweisen. Beunruhigte Schalwildarten, völlig gleich welche jetzt, führen zu einem höheren Verbiss im Wald und behindern das oder verhindern, dass das Wild an die Ränder
an die Wegränder oder an die Wiesenränder austritt, um das, was der Wiederkäuer nun mal braucht für seine vier Mägen, entsprechende Nahrung mit Rohfaser und weiß der liebe Gott was alles aufzunehmen. Nur das ist ein Punkt, den können wir Jäger und Waldbesitzer leider Gottes nicht lösen, weil die Politik, das sehe ich so, da nicht daran gehen wird. Es ist ja so ein kleiner Dreh versucht worden zu sagen, gut, wir können Wildruhezonen ausweisen in der Kultur und sowas. Ja, das löst dieses Problem nicht. Ich könnte jede Menge Lösungsansätze liefern, wie man das vernünftig strukturieren könnte, eine Gesetzesänderung. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ich das erleben werde. Herr Dr. Wellershoff, es treibt Sie jetzt, das zu kommentieren, bitte. Ja, ganz klar ist doch, gelebte, jachtliche, gute Praxis ist, dass wir an Landstraßen, an Straßen, die stark befahren sind, Rehwildbestände reduzieren. Das wird doch in ganz Deutschland gemacht. Wo das nicht gemacht wird, jetzt schon der Aufruf, bitte, meine Herren, da müsst ihr aktiv werden. Und das Gleiche gilt doch, wenn ich waldbauliche Ziele formuliert habe, wenn ich Aufwuchsflächen habe, wenn ich Pflanzungsflächen habe, wo Wildschaden ist. Da sind doch, und wirklich beide Hände der Bereitschaft, da mitzumachen, da muss natürlich intensiv gejagt werden. Und Sie haben nach der Kommunikation gefragt. Natürlich ist das Geheimnis allen Erfolges, auch mit den Landwirten haben wir doch genau dieselben Themen und machen das erfolgreich und gut und richtig. Miteinander reden, wo sind die Brennpunkte, wo sind die Hotspots, wo muss ich eingreifen als Jäger, damit ich das auch weiß. Da gehört dann auch die Hilfestellung, wo kann ich eine Leiter hinbauen, wo kann ich einen Hochsitz hinbauen, mit den Förstern, mit den Waldbesitzern vor Ort. Da lassen sich meines Erachtens 90% der Probleme sofort lösen, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Also deshalb, Herr Schirmbeck, die Lösung derartiger Verbisssituationen, die lösen Sie doch, wenn Sie den Jäger an die Hand nehmen und sagen, hör mal, ich habe hier für 10.000 Euro Fichten gepflanzt, nicht die Zukunftsbaumart, die jetzt vielleicht formuliert wird, aber hilf mir doch dabei, die müssen wir schützen, die müssen wir über die Runden bringen und dann bin ich sicher, wird der ordentliche Jäger auch da eine Ansitzeinrichtung installieren und wird sich bereit erklären, da intensiv Rehwild zu jagen. Und das gilt bei den Landstraßen doch ganz genauso. Das ist nicht der Schlüssel der Lösung, den haben wir schon in den Händen. Der Schlüssel der Lösung ist doch immer miteinander zu reden, zu zeigen, was machen wir, wo wollen wir hin, auch den Jägern zu erklären, das ist jetzt erklärtes Ziel, mir sterben hier die Fichtenbestände ab, guck dir mal die toten Fichten an, wir müssen umbauen und dann helfen unsere Leute doch. Wir sind doch die Naturschützer draußen vor Ort, die sich jeden Tag mit ihrem Biotop beschäftigen und die natürlich wollen, dass wir artenreiche und gesunde Wälder haben, genauso wie wir artenreiche und gesunde Wildbestände haben wollen. Das müssen wir in Einklang bringen, dazu muss man viel mehr miteinander reden, viel mehr im Gespräch bleiben und da sind natürlich unsere jachtgenossenschaftlichen Systeme hervorragende Instrumente, das zu thematisieren und dann nicht nur den jährlichen Begang zu machen, wie wir das ja mit den Landwirten schon immer fordern und umsetzen, sondern eben auch mit den Waldbesitzern und die da heute betroffen sind, denen muss man da natürlich helfen. Das ist ganz selbstverständlich. Das ist natürlich ein tolles Stichwort, insbesondere weil wir jetzt zum wiederholten Male das Thema Kommunikation ansprechen. Und beim Thema Kommunikation darf ich auch ganz herzlich grüßen in unser Ministerium, in das Landwirtschaftsministerium. Herr Dr. Haider hat sich zugeschaltet und lässt die nette Frage hier im Raume kreisen. Wie gelingt es denn nun konstruktiv, tatsächlich die Waldbesitzer und Jagdpächter ein gemeinsames Bild vom Verbiss und Lebensraum zu machen und vertrauensvoll den Abschluss festzulegen? Ich mache mal die Runde hier vorne bei Herrn Schirmbeck, fangen wir an. Also wenn so gesellschaftliche Abläufe ganz einfach wären, nicht? Säßen wir ja wahrscheinlich gar nicht, bräuchte man mich gar nicht. Aber ich grüße Axel Haider, um das mal so deutlich zu sagen. Wenn es deutliche Signale aus dem Landwirtschaftsministerium auch in der Vergangenheit schon gegeben hätte, und wenn mal deutliche Aussagen der Bundesministerin dazu gekommen wären. Jetzt in den letzten Monaten bin ich mit dem, was dort gekommen ist, also zunehmend zufrieden. Aber wenn da mal eher deutliche Aussagen gekommen wären, hätte es vielleicht auch manche Situationen nicht gegeben. Und ich kann nur sagen, was ich hier jetzt ausführe, das erkläre ich meiner Verbandschau und meiner Jäger im Osnabrücker Land auch. Also ich muss mir nicht das aufschreiben, ich erzähle auch immer das, was ich da für eine Meinung habe. Auch in Angesicht dieser Jäger, die
ja, in der Vergangenheit alles meine Wähler sein mussten. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten mich auch gewählt haben. Ja, diese klare Botschaft führt natürlich auch dazu, dass man gerne mal auf so ein Panel eingeladen wird. Ja, gut, wir wollen aber jetzt nicht zurückgeben ins Ministerium, sondern wie konkret machen wir es denn nun vor Ort? Es muss konkret gehandelt werden. Und da haben natürlich beispielsweise die unteren Yachtbehörden haben eine besondere Aufgabe. Da gibt es natürlich welche, die auch dem Konflikt aus dem Weg gehen. Und das hilft uns nicht und das muss eben angesprochen werden. Sonst kommen wir auch mit neuem Yachtgesetz nicht weiter. Also ich höre die guten Absichten und die guten Erklärungen, das bringt uns nicht weiter. Wenn eben Dr. Wellershoff gesagt hat, also bei mir haben sie Fichten abgefressen. Bei mir haben sie keine Fichten abgefressen. Es sind Fichten vertrocknet. Da war Käfer, aber gepflanzt habe ich Kastanien und Eichen, um das mal so zu sagen, die abgefressen worden sind. Und die Eiche ist wirklich bei uns ein Baum, wenn der nicht heimisch ist, dann weiß ich nicht mehr, was da heimisch ist. Also, vielen Dank, wir bleiben noch mal bei der Frage. Wer geht denn auf wen zu, Baron Ohr? Ja, es menschelt, das ist häufiger so, nicht? Gerade im Bereich da, wo eine Tätigkeit sich mehr im Hobbybereich bewegt und eine andere Tätigkeit, nämlich die des Waldbesitzers, sich im Beruflichen bewegt. Das Idealbild haben wir ja gerade schon ausführlich beschrieben bekommen. Aber wir erwarten einfach, dass diejenigen bewegt werden, die dem Idealbild nicht entsprechen. Und da ist Handlungsbedarf. Wie man immer wieder hört, also ich höre es aus der Mitgliedschaft, dies und das läuft schief, weil die Wildbestände zu hoch sind. Und die nicht mitziehen wollen, weil sie eine völlig andere, möglicherweise auch aus Sicht des Städters, gebildete Ansicht und Meinung zu Wild- und Waldsymbiose haben. Die müssen wir offensichtlich im Gesetzeswege bewegen und zu folgen, so wie ich es mal höflich ausdrücke. Herr Dr. Wellershoff, normalerweise kann man doch mit den Jägern vor Ort gut reden, insbesondere bei denen, die pachten und weiter Pächter bleiben wollen, oder ist das so schwierig? Nein, das ist mit Sicherheit der Fall. Wenn ich ganz kurz auf das eben Gesagte noch mal reagieren darf. Wir haben doch jetzt oder haben viele Jahre Abschlussplansysteme hinter uns, in denen natürlich die untere Yachtbehörde bei Nichterfüllung Durchgriffsmöglichkeiten hat. Wir müssen dann doch aufpassen, reden wir hier über Vollzugsdefizite im bestehenden System, die dann auf unterer Kreisebene umzusetzen sind, und zwar immer da, wo Konflikte schwelen, die es offensichtlich im Land gibt. Dann brauchen wir aber doch keine Änderung im Bundesjagdgesetz. Also dann können wir das aufnehmen, auf das wir uns hier gemeinsam verständigt haben. Da sind ja einige gute Regeln jetzt in dem neuen Referentenentwurf drin. Die sollten dann schleunigst in die Umsetzung. Und dann sollten wir doch gemeinsam darüber nachdenken, wo sind die Vollzugsdefizite im bestehenden Gesetzeswesen, bevor wir alles über Bord werfen und über Dinge diskutieren, die es dann nachher nur schlimmer machen. Also die Mindestpachtdauern, die von Waldseite eben genannt worden sind, die dramatisch runter müssen, sind die das Problem oder ist es nur das Vollzugsdefizit bei dem, was wir jetzt haben? Oder finden wir eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Jägern, Waldbesitzern und Landwirten, Plattformen? Und da nenne ich mal jetzt unsere Hegegemeinschaften. Wir laden da, wo ich aktiv bin, zu unseren Hegegemeinschaften die Genossenschaftsvorsitzenden und die Grundeigentümer ein. Da kommt man oder sollte man miteinander ins Gespräch kommen und dann werden da Probleme diskutiert. Und wenn man über Probleme diskutiert, kommt man unter vernünftigen Menschen auch zu guten Lösungen. Das kann doch nur der Ansatz sein, wie wir die Probleme im ländlichen Raum lösen. Ja, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt, der auch von den Zuschauern hier reingebracht wird, in die Runde bringen, und zwar die Frage mit dem erhöhten Freizeitdruck, mit dem erhöhten Besuchern im Wald, Stichwort nicht geführte Leinenpflicht bei Hunden. Wie sieht es damit aus? Muss da der Wald insgesamt deutlicher werden oder wie sieht es aus mit der gesellschaftlichen Verantwortung der Waldbesitzer und Eigentümer? Herr Schirmberg. Also aktuell wird das ja sehr deutlich. Wir haben unwahrscheinlichen Siedlungsdruck. Also ich bin 8 Kilometer wohne ich vom Osnabrücker Hauptbahnhof. Und was man jetzt sieht, gerade auch am Wochenende, da sind alle Wanderparkplätze sind voll. Und es ist direkt eine Völkerwanderung im Wald, ist es auch zu verstehen.
was sollen die Menschen machen? Sollen die da in ihren 50, 60 Quadratmeter gerade in der Stadt da hausen? Das Einzige, was sie machen können, ist raus und im Wald spazieren gehen. Das ist eine Belastung besonderer Art oder vielfältiger Art. Wo ich besonders dran leide, vielleicht noch mehr als ich will, sind Mountainbiker. Also das ist eine Art von Freizeitvergnügen, die auf meinen Flächen stattfindet. Da werden Sprungschanzen gebaut mit großem Gerät. Also da sonst können so eine Schanzen da nicht entstehen. Und die Leute, die diesen Sport da ausüben, wenn man das denn so Sport nennen darf, das sind durchaus angesehene Persönlichkeiten. Das sind nicht irgendwelche Verrückten, die da sind. Die haben in ihrem Privatleben durchaus verantwortungsvolle Tätigkeiten. Und da kommt man zu der Überlegung, die Freier von Ohr gesagt hat, ob die uneingeschränkte Betretungsmöglichkeiten des Waldes, ob das nicht ein Schuss war, der in die falsche Richtung gegangen ist. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die sich entwickelt haben in den letzten Jahren, wo man negative Entwicklungen sieht, über die man mal erst sprechen muss. Also ich weiß auch, wenn man heute im Bundestag an die Fraktionen einen Brief schreibt, das soll geändert werden wieder, dann sagen die schon, was fehlt dir sonst noch, um das mal vorsichtig so zu sagen. Aber die Missstände, die offensichtlich sind, beschreiben und zeigen, was da für Entwicklungen sind, das ist ja doch wohl unsere Aufgabe. Dafür vertreten wir diesen Raum. Also da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die anzusprechen sind, unabhängig von der Problematik Wald und Wild. Und der Einfluss auf das Wild, Herr Dr. Wellershoff? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also ich hätte mich ja nie getraut, das so laut und deutlich zu sagen. Aber natürlich ist ein Mountainbiker im Revier wirklich verheerend, weil die mit großer Geschwindigkeit sehr still durch den Wald kommen. Und wie immer liegt doch das Geheimnis auch da bei einem gesunden Mittelweg. Wir haben doch die Reitwege und wir haben viele Reiter, gerade hier im Umland von Berlin, die sich auf den klar gekennzeichneten und öffentlich zugänglichen Wegen bewegen. Vielleicht auch da mal erst, bevor man mit Verboten argumentiert, eine Aufklärungskampagne auch an die Leute, die da sich nicht so, wie wir das gerne möchten, im Wald verhalten, damit sie kennenlernen und wissen, was sie da vielleicht anrichten oder falsch machen. Da ist der erste Weg doch wirklich eine klare Informationspolitik gegenüber den Erholungssuchenden. Und da sind wir jetzt zu Corona-Zeiten natürlich in einer besonders schwierigen Situation, weil die Leute eben mehr oder weniger rund um die Uhr in ihren Wohnungen eingesperrt sind. Da kann man doch jeden verstehen, den es raustreibt. Das ist gar keine Frage. Aber dann bitte auf gekennzeichneten Wegen. Und das ist ja genau das, was wir in unserer Broschüre auch zeigen. Und schaffen von Wildruhezonen und da natürlich die Wege zumachen. Also mit Augenmaß und mit einem gesunden Menschenverstand Bereiche freigeben, wo wir eben von mir aus auch keine Verjüngungsprobleme haben. Und da, wo wir Probleme haben, eben auch dann entsprechend regulierend und helfend eingreifen. Ein gesunder Mittelweg zwischen Betretungsverbot und vollkommener Freigabe für alle ist, glaube ich, da mit Menschenverstand genau das Richtige. Wir haben ja hier die erste IGW digital. Ich habe schon 20 grüne Wochen richtig so live mit physischem Leben erlebt. Vor 2 Jahren hatten wir als Leitthema auf unserem Stand auf der Grünen Woche Wald bewegt und haben eine Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund geschlossen, weil wir auf diese Art und Weise einen Kontakt zu 90.000 Sportverbänden in Deutschland bekommen, um unser Anliegen zu transportieren. Also ist nicht so, dass wir jetzt mal eine neue Idee gekriegt haben oder sagen, oh, das ist irgendwie ein Problem. Also wir beobachten diese Dinge natürlich schon über einen sehr langen Zeitraum. Und ich kann sagen, der Herr Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, ist da auch sehr engagiert. Als wir jetzt die zweiten deutschen Waldtage hatten, habe ich eine Veranstaltung auf dem Teutoburger Wald gemacht und haben eine Veranstaltung extra mit dem Deutschen Wanderverband gemacht. Die sind hoch motiviert. Wir haben nämlich beispielsweise auch das Problem, wenn die Leute noch spazieren gehen und es gibt durchaus mal einen Fall, dass ein Baum umfällt. Und ich kann nicht auf jeden Baum einzeln aufpassen, auch wenn ich mich noch so um die Verkehrssicherungspflicht bemühe. Und da wird jemand verletzt, weil dort etwas umfällt. Da ist in Thüringen jemand gewesen, der hat geklagt. Der wollte 200.000 Euro Schmerzensgeld haben. Da hat immerhin jetzt ein Obergericht entschieden, dass da diese 200.000 nicht fällig geworden sind. Wenn dieses Gericht entschieden hätte, diese 200.000 sind zu zahlen, dann hätte ich gesagt, ich verschenke mein ganzes Kram,
denn dieses Risiko kann ich gar nicht eingehen, um das zu sagen. Ich soll ja auch Totholz im Wald erhalten und was ich alles machen soll. Und dann ist das so, es stürmt manchmal bei uns, dann brechen da Äste und so. Und wenn da jemand spazieren geht, und es gibt auch Leute, die gehen zu Zeiten spazieren, wo man sagt, naja, fehlt eben sonst noch was. Die Menschen sind eben so, wie sie sind. Also es gibt viele Gesichtspunkte, die wir dabei suchen. Nur am Ende des Tages sagt meine Frau, du kannst dir auch mal ein preiswerteres Hobby zulegen als dem Wald. Und Leute, da müssen wir, also alles, was wir machen, wenn wir den nachwachsenden Rohstoff Holz produzieren soll, der für unser Klima von ganz entscheidender Bedeutung ist, dann geht das dauerhaft nur, wenn am Ende des Tages auch eine gewisse schwarze Zahl ist, bei allen epochalen Verwerfungen, die da drin sind. Aber wenn ich nie eine Chance habe, etwas zu verdienen und dann auch irgendwo dargestellt werde als jemand, der also die Welt verwüstet oder so, da kann ich nur sagen, Leute, dann geht dieses Spiel nicht auf. Und deshalb kann ich nur sagen, jeder möge sich an seiner Stelle bewegen. Nette Worte hören wir viele, Taten sind gefordert. Das ist ja so, dass wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer schon auf dieses Grundsatzstatement von Ihnen, Herr Schirmberg, schon gewartet haben. Das kommt ja nahe zu einem prophetischen Schlusswort. Gleich so weit sind wir aber noch nicht. Baron Ohr, wie denn nun? Keiner mehr in den Wald, der nichts damit zu tun hat? Ja, jetzt wollen Sie mich aber rauslocken. Also ich kann Ihnen das durchaus näher beschreiben. Wenn man eine wirksame Befriedung auf dem Gebiet herbeiführen wollte, müsste man zum Schluss kommen, das Betreten der Waldflächen gehört dem Förster, dem Eigentümer und dem Jäger. Damit würde man eine Kanalisierung aller Besucher, die jetzt gerade schon zitiert worden sind, herbeiführen. Und auch die Besucher erfassen, die, obwohl sie eine dafür ungeeignete Wohnung haben, sich einen Hund halten und dann zu uns spazieren gehen. Das Allerschärfste ist ja, die bringen von zu Hause diese schwarze Kottüte mit, sammeln am Dorfeingang den Haufen, den der Hund macht, auf und werfen sie bei mir hinter den dritten Baum. Ist so. Erlebe ich tagtäglich. Und so könnte man mal einen Schritt machen in die richtige Richtung. Wie man ihn genau definiert, müsste man natürlich die politische Durchsetzbarkeit und auch die Juristen dazu holen und sich damit befassen lassen, damit es auch unter dem Begriff der Sozialpflichtigkeit des Eigentums zu fassen ist. Das wird einem ja immer vorgehalten als Privatwaldbesitzer. Du musst alles erlauben. Das fällt alles noch unter die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, obwohl ich natürlich meine, oder wir alle unsere Grundsteuer dafür bezahlen, mit der die Gemeinde, die Grundsteuerhebe berechtigt ist, verfahren kann, wie sie mag. Ist doch in Ordnung. Dagegen hat doch keiner was. Also, wenn wir sagen, die wildlebenden Tiere sind nicht die alleinigen Verursacher von Schwierigkeiten. Da müssen wir auch die anderen Probleme ins Auge fassen und auf geeignete Formen hinweisen und auch irgendwann die Politik dazu bringen, da Regeln zu erlassen, die nicht nur uns belasten, sondern uns auch ein bisschen befreien. Vielen Dank, Baron Ohr. Wir sind so ziemlich am Ende unserer Session hier heute und haben ja einiges gelernt. Und der letzte Punkt, der ja zugegebenermaßen von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gekommen ist, der macht schon das Türchen auf für die nächste Runde in der hoffentlich wieder physischen IGW 2022. Zunächst einmal sind wir aber hier am Ende einer hochspannenden Diskussion mit der Frage Wald-Wild-Konflikt. Und wir haben Antworten bekommen. Wir haben die Antwort bekommen, dass wir kommunikativ aufeinander zuzugehen haben. Und zwar insbesondere vor Ort. Und dass möglicherweise die ordnungspolitische Komponente ein Stück weit zurückgehen kann oder gehen soll. Ich schließe und bitte meine drei Herren hier an der Seite, jeweils einen Satz zu beenden, dessen Anfang ich vorgebe. Und ich beginne mit Herrn Dr. Wellershoff. Und zwar sehen Sie das bitte auch als einen konsensualen Abschluss. Herr Dr. Wellershoff, ich werde zu meinem nächsten gespickten Rehrücken Herrn Schirmbeck einladen, weil
man ihm auch, mit ihm auch hin und wieder ganz vernünftig diskutieren kann, auch wenn man häufig grundsätzlich unterschiedlicher Position ist. Herr Schirmbeck, ich werde Baron Ohr bei der nächsten IGW in Berlin 2022 einladen, mit mir den ersten Schnaps zu trinken, weil wir im Grundsatz dieselben Aufgaben und Interessen vertreten. Baron Ohr, ich werde Herrn Dr. Wellershoff auffordern, mit mir gemeinsam zur Jagd zu gehen, weil? Weil wir beide ein grünes Herz und einen grünen Verstand haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank Ihnen dreien, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die tollen Fragen. Und am Ende unserer IGW-Session vielen Dank an die Technik. Ich freue mich, dass es auch hier bei unserer letzten Runde so gut gelaufen ist. Ihnen alles Gute, ein tolles Jahr. Wir sind zur nächsten IGW 2022 wieder da. Vielen Dank.